Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 167. Ja, falls ihr irgendwelche Nebengeräusche hört, leise oder sowas, das ist eine Baustelle nebenan. Ich versuche das ein bisschen zu kompensieren, aber ich glaube, es ist mir einigermaßen gelungen. So, wir fangen einfach mal an. Das ist natürlich jetzt keine Mod, das kennt ihr von mir. Der JCB ist der meistens ein bisschen weiter weg vom Verkaufspunkt ist. Und heute geht es um dieses gute Stück hier. Wir sind nicht bei einem Pferdestall angekommen. Unser Pferdestall hat angebaut eine Reithalle. So, jetzt denkt ihr, okay, das ist eine Reithalle, schön. Nee, es ist gar nicht mal nur eine Reithalle. Ich habe ähnlich dementsprechend schon mal vorgestellt. Na, hier schön mit Zeitungen draußen. Ich kann hier die Türen mal aufmachen. Hier haben wir den Reitstall an sich. Wir können, glaube ich, hier jetzt nicht rein extra, aber von der anderen Seite, glaube ich. Die Tore hier gehen auf jeden Fall auf. So, gucken. Ich dachte eigentlich auch, dass das Licht geht, aber vielleicht muss ich nur einen passenden Schalter finden. Der geht. Ja, da haben wir hier drin auch Licht. Wunderprächtig. Und eigentlich müsste der hier auch gehen. Nur eine Frage, wo man jetzt gerade nicht geht. Aber Vorführeffekt. Und wir haben jetzt hier dran eine Reithalle. Ne? Und ihr seht selber auch, hier wird wohl ne, mit den Resten gearbeitet, die halt solche Tiere bringen. Deswegen haben wir hier alles mit dabei. Hier geht das Gatter auch auf. Es sind ja gerade keine Tiere da, deswegen kann ich hier so rumwursteln. Von der Seite können wir hier dann auch durch direkt zur Reithalle. Ne, ich weiß nicht, wie ein Pferd hier springen soll. Wahrscheinlich schlägt es ein bisschen Kopf ab. Kopf an ein bisschen, ist ein bisschen ne, niedrig. Wir haben hier aber auch Licht an, aber ich sag mal, ne, hier noch ein Sattelraum. Und man kann auch hier nach oben. Da liegen dann noch so ein paar Resteteile und sowas von in welchen aufbaut. Mit ein paar schönen Bilderchen dabei. Ja, also ist natürlich jetzt nicht nur einfach so die Optik, sondern das ist ein Pferdestall für 25 Pferde. Zeige euch das Ganze auch gleich mal im Shop, ist die einfachste Variante. Wir haben uns ein paar Unterstell-Garagenteile da gesehen. Also finde ich schon mal ganz okay soweit. Wir gehen im Shop, wir gehen auf Tierhaltung. Wir sehen, hier ist das gute Stück. Ne? Pferdestall mit Reithalle. Ne? Die Jungs haben es gemacht. 95.000 kostet das Ganze. Und ihr seht, man kriegt Mist und Gülle dementsprechend raus. Ne? Muss Hafer halt reinbringen und 25 Tiere gehen rein. Finde ich also sehr gelungen, muss ich sagen. Ein bisschen größere Anzahl an Pferde. Dass man auch vor allen Dingen realistisch rangeht und nicht behauptet, dass ein Pferd nichts von sich gibt, sagen wir mal so. Ne? Weil wo was reingeht, muss auch was rauskommen. So simpel ist das Ganze ja nun mal. Ne? So, ja, also, das ist Nummer 1. Ich schalte mal weiter durch. Da sind wir jetzt schon bei dem nächsten. Das ist ein STS Horal. Das ist ein Ladewagen. Schön uralt getrimmt. Und kriegt man auch schön billig gebraucht. Ne? Ein Ladewagen, hier brauche ich nicht so super viel zu erzählen. Ist jetzt selber texturenmäßig und sowas. Ne? Ist es halt auf alt gemacht. Wenn ich reingehe, das Ganze anmache und runter mache, dann seht ihr selber, da dreht und tut sich alles. Also das funktioniert soweit alles. Auch den zeige ich euch kurz im Shop. So. Da ist auch Ladewagen. Ja, der ist halt uralt, ne? Seht ihr selber, Banana Joe Modding. Uralt, deswegen auch für 650 so zum Mitnehmen. 23.000 Liter hat er und 60 PS dementsprechend braucht er, wenn ihr ihn bewegen wollt. So einfach ist das Ganze schon. So, dann marschiere ich mal gleich hier noch eine Runde rüber. Das hier ist was, was man sonst selten einzeln sieht, aber natürlich machen kann, wenn man dann die Erntemaschine dementsprechend etwas entlastet. Das hier, ich falle das Ganze mal auseinander, ist ein Krautschläger. Das heißt also, das, was ihr sonst vor dem Rübenernter vorne vorbaut, das ist halt ja der Krautschläger normalerweise. Er nimmt dann die Rüben auf. Ich weiß jetzt nicht, ob der Ernter schneller ist. Er hier macht natürlich den Krautpart in einer bedeutend größeren Breite. Ne? Ihr seht selber, ich kann das Ganze schön hoch und runter fahren. Ich kann es auch anmachen. Da seht ihr darunter auch, wie es arbeitet. Aus der Seite sieht man es am besten. Ne? Also schon eine schöne Geschichte, finde ich auch. Ist mal was anderes. Auch der ist natürlich nicht auf neu getrimmt. Man sieht unten schön bei den
Fängern hier unten schön den Schmutz und sowas dran. Und ja, der steht ja natürlich dann auch unter Rübentechnik mit drin. So. Und wie gesagt, sonst braucht man halt immer da so einen Krautschläger vorweg. Das hier, der übernimmt den Krautschlägerpart dann. Grimme BM300 läuft das Ganze drunter. 120 PS, 9 Meter Arbeitsbreite. Und ja, so sieht er aus, wie ich es da gesehen habe. Und ja, man kann auch nichts dran machen sonst, ne? Aber ich finde es eine schöne Idee, muss ich sagen. Das hat schon was. So, dann marschieren wir noch eine Runde weiter. Hier haben wir wieder mal ein Kamaz am Start. In dem Fall ist es ein 4310 Flachbett. Ne, schön mit den Originalreifen. Und wir haben nicht nur den alten Flachbett, wie ihr seht, und abgeranzten, sondern wir haben auch hier schön noch einen Hänger mit dabei. Ist natürlich jetzt kein Autoloader oder irgend so ein Spektakel. Doch, ist ein Autoloader und so ein Spektakel. Ich find's toll. So, Autoloader und Spektakel. Und wir können dann auch die Seiten und sowas dann bestimmen. Auch gucken, was wir mitnehmen. Ist halt immer ein Autoloader. Ich habe mir jetzt als Autoloader nicht getestet. Ich hatte nicht mal auf dem Plan, dass es ein Autoloader ist. Davon abgesehen. Aber hier vorne stehen ja ein paar Paletten. Und Beschreibung, da passt zwar nicht ganz. Aber ich mache mal den Autoloader an, mit U mal an. Auf Paletten steht's. Vorderarm ausfahren, hin, hä? Ich habe die Seite oder sowas nicht ganz so verstanden. Okay, ich verstehe natürlich eh nicht viel, aber er hat, also wie gesagt, wenn jemand den getestet hat, ich habe mir jetzt nicht vorbereitet, dass ich hier großen Test mache. Wäre natürlich eine witzige Angelegenheit, ne? Ja, Licht. Erst unten, dann oben, dann den kleinen Zusatzscheinwerfer. Nach hinten raus sehen wir nicht viel, dass das Licht funktioniert, wenn man die Hauptstufe anschaltet. Und den Zusatzscheinwerfer seht ihr, weil das ist hell, ne? Wenn wir dementsprechend nochmal eine Runde reingehen, dann sehen wir auch hier Innenausstattung eigentlich sehr gelungen, muss ich sagen. Auch schön die Hintergrundbeleuchtung an. Auch bei den Lichtzuschalten seht ihr, dass da die Leuchten extra angehen. Erstmal Grundlicht, ne? Und dann da das Hauptlicht zusätzlich noch dazu. Und wie gesagt, hier von der weißen Wand natürlich ziemlich grell. Also finde ich sonst schon sehr gelungen. Mit den Autoloader, falls jemand von euch getestet hat, würde mich sehr interessieren. Ich muss jetzt natürlich dann erstmal hier. Ich könnte ihn hier nochmal kurz testen. So. Ich mache den Autoloader jetzt nochmal an. Ja, es geht. Seht ihr? Also er lädt. Autoloader funktioniert. Hatte nur den Hänger dementsprechend an. Ob der beim Hänger auch funktioniert, ist eine andere Geschichte. Das kann man aber jetzt mal testen, indem ich ihn jetzt nochmal ausmache, auf hinten umschalte, ihn nochmal anmache und gucke, ob der Hänger auch einen Autoloader hat. Wie eng komme ich denn hier rum? Auch der Hänger hat einen Autoloader. Also, Autoloader funktioniert. Test doch noch kurz machen können. Ja, was will man mehr, ne? Mit Spanngurten wird man den ganzen Spaß dann festmachen können. Einmal hinten, einmal vorne. Und dann läuft. Also, finde ich eine sehr schöne Alternative, mal was anderes wie ein Standard-Fliegelhänger sozusagen. Ne? Warum nicht? Ein Autoloader für diverse Sachen halt. So, gut. Ja, wir laufen weiter. Einmal hier freundlich im Kreis. Wir kommen zu diesem Mack. Ne, da seht ihr es. Mack Diesel, das ist ein 61, glaube ich, B61. Ne, schön kühler Grill extra vorgesetzt. Einen schönen kleinen LKW. Auch da hier hinten steht es zuerst auf dem Hänger. Der kann ganz normal abkippen. Ne, und wenn ich jetzt natürlich auch hier vorne gehe, dann kann der vorne das genauso. Und ja, von innen das Ganze sehr, ne, ist ja halt nicht das modernste Auto. Und natürlich auch deswegen dementsprechend sporadisch hier nur die Innenausstattung. Aber die Armaturen auch schön beleuchtet. Auch das Symbol oder das Logo auf dem Lenkrad finde ich sehr schön gemacht. Ne? Eine Lichtstufe nach vorne und dann läuft das Ganze schon. Ne? Also schon gelungen. Und ihr seht, wie das Ganze runterfährt. Und die Tür geht auch einmal auf und zu, wenn wir aussteigen. Finde ich auch witzig. So, gut. Ja, wir kommen weiter. Wir kommen nämlich eine Runde zu diesem wunderbaren kleinen Deutz-Fahrer. Da haben wir es. Schön mit Frontgewicht in dem Fall jetzt hier. Man kann mit der doppelten Maustastendrück oben die Klappe auf und zu machen hier. Ne, seht ihr?
Das ist schon mal für mich immer ein positives Feature sozusagen. Ich bin ja einer, der gerne mal lüftet im Traktor sozusagen. Auch hier, wenn wir Licht anmachen, schön die Armaturen beleuchtet. Ne? Auch die Zusatzlampen, das sieht man oben über dem Lenker ein bisschen. So, wenn man die Stampen zuschaltet, gehen da auch weitere Lämpchen an, dass man das auch macht. Ne? Und hier auch funktioniert, wie ihr seht. Hat noch ein älteres gelbliches Licht, ist ja auch nicht der neueste Traktor. Ne? Deswegen das Ganze. So, ich werde jetzt mal eine Runde den Spaß ein bisschen nachreichen, was wir jetzt gerade hier an. Ich fahre hier nochmal eine Runde mit dem Kreis und dann werden wir erstmal ein, zwei Sachen im Shop machen. Ich wollte eigentlich erst alle LKWs vorstellen und die im Shop machen, aber jetzt habe ich ja auch schon einen Traktor dazwischen geparkt, deswegen machen wir das jetzt mal zuerst. Also, falsche Taste gedrückt, natürlich, ja, das ist auch zu einfach. So, also, wir müssen nachholen LKWs. Falsch getippt, da kommen wir gleich noch zu, da sind wir bei LKWs. Also, hier ist der Karmaz dementsprechend. LKW, 11.200 kostet er, 210 PS, ist die Einheit hier, ne, die wir gerade gesehen haben, Front vorne mit Autolot-Funktion. Das ist der Mac. LKW, in dem Fall hier auch die Grundfarbe so gelassen. Man kann hier noch zwischen Mac-Tires und Nokin-Tires wählen. Kostet 72.000, hat 16.000 Liter, die er transportieren kann. Man kann hier die Farbe dementsprechend auch wechseln. Hier, das habt ihr selber gesehen, konnte man jetzt nichts machen. Zu dem kommen wir gleich noch. Deswegen kommen wir jetzt erstmal eine Runde zu den Hängern hier. So, da haben wir 4200, da kann man auch nichts viel dran drehen. Der Autoloader-Hänger, den wir gerade gesehen haben von dem Karmaz. Und hier haben wir den Mack Dump Pub Trailer. Der nimmt auch nochmal 16.000 auf und kann alles transportieren. Und hier können wir auch nur die Reifen wechseln. Farbwahl ist jetzt hier bei den Hängern und so in dem Sinne nicht dabei. So, dann zeige ich euch den Traktor. Der ist natürlich alt und gebraucht, 17.969. Den gibt es von 107 PS auf 115, 130, 143. Und dann geht es wieder von vorne los. Wir können Farben wählen, wie wir lustig sind. Ne? Da ist die komplette Auswahl dabei. Bei den Felgen ist es genau das gleiche. Konfiguration haben wir halt vorne die Gewichte, die wir einstellen können, bis zu 1010 Kilo. Und Reifen haben wir halt Michelin oder Trelleborg. Ne? Und wir können halt die verschiedensten Sachen dann wählen, was wir dann haben wollen. Pflegebereifung, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung. Das kann man alles dementsprechend so durchgehen. Und neben der, ne, hat man halt dann noch die Motorausführung, so wie ihr es hier seht. Ne? Also finde ich schon sehr gelungen. Schöner kleiner Traktor, oben das Ganze aufzumachen. Auch eine schöne Geschichte. So, damit habe ich die erstmal nachgeholt. Dafür kommen wir aber jetzt immer noch zum nächsten LKW, weil ich habe immer noch einen. Hier sehen wir, ne? Jasno ist ein Joshkin in dem Sinne und ein Tatra, wenn ihr so wollt. Passende Firmenbelohnung von anderen sind drauf. Ist sehr schön gemacht, das Ganze. Ihr seht hier auch mal die volle Schmackesbeleuchtung. Ne? Da geht auch mal richtig was an. Dann innen dementsprechend passiert, wenn ich Licht anmache, leider wenig bis gar nicht, wie ihr seht. Aber dafür sieht das in Geschichtenpart einigermaßen vernünftig aus, muss man sagen. Ja, wir haben dann noch einen schönen Hänger hinten dran. Da geht die Klappe dann schon mal hinten auf, wie ihr seht. Und das ist ein Auslauf über die Bandtechnik. Das heißt also, der kommt jetzt nicht groß hoch oder sowas. Und auch der ein bisschen auf älter getrimmt, wie ihr seht. Und hat auch ein größeres Fassungsvermögen dann. Ich kann hier ein bisschen so ein Stückchen vorfahren, so. Fahre hier mal einfach so in den Kreis rein. So, Leute. Ne? Sieht sonst optisch auch gut aus. Seht ihr selber hier die ganzen Gestelle, die ganzen Absicherungen, was alles so da ist. Und die ganzen Zusatzlämpchen. Sehr schön gemacht, bis hin halt rundumleuchtet, die natürlich auch funktioniert. So, zeige euch die auch im Shop. Wir fangen mit dem LKW an. Das ist nämlich der, der hier noch fehlt in der Sammlung. 165.200 kostet das gute Stück. Wie ihr an der Hauptfarbe ja schon gesehen habt, kann man die wechseln, genau wie die Felgen auch. Man kann vorne ein Frontgewicht dran setzen, das ist noch zusätzlich zu machen. Und man hat nicht nur die 462 PS, sondern auch die 565 PS Variante. Dafür legt man dann aber auch gut Geld raus, nämlich nochmal über 50.000 extra, wie ihr hier seht. Da sind wir nämlich bei 216.000. Dann kommen wir zu den Hängern. Das ist nämlich der Joshkin Silo Space hier, 80.000. Und nimmt trotz alledem alles auf, was so da ist. Das ist halt, was die Modder halt draus machen möchten. Ja?
Das ist also alles soweit okay. Wer eine große, ne, groß was transportieren will, kann hiermit groß was transportieren. So simpel ist es. So, eine Mod habe ich noch. Die steht hier vorne. Da haben wir das gute Stück. Nehme ich den Lamborghini Aventador. Sieht schon mal sehr schön von außen aus. Das gelingt ja einigen. Wenn wir das Ganze uns jetzt angucken, auch hier Licht dementsprechend in zwei Stufen zu schalten. Aber hier seht ihr selber, selbst die Tachobeleuchtungsgeschichten ist da, wenn man Licht anmacht. Und die Innenausstattung sieht auch einigermaßen vernünftig aus. Wir sehen sogar hier unsere Anschnallgurte, in dem Fall normale Standard-Anschnallgurte. Ich glaube, die haben normalerweise 6 Punkt oder 4 Punkt oder so, keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, sieht sonst so vernünftig aus, muss ich sagen. Ja, fahren tut er auch, schnell ist er auch. Ihr seht unten die Geschwindigkeitsangaben. Ich lasse ihn jetzt hier gerade mal ein bisschen auf der Landstraße lang pesen. Mal sehen, was wir hier drauf kriegen. Da sind wir schon mal über 200, das ist ja auch schon mal, ne? Sollte man natürlich im Real Life nicht nachmachen. Bei 250 werde ich hier mal am Zebrastreifen abbremsen, bevor es ein Unglück gibt. Und fahren wir locker flockig wieder zurück. Und dann schauen wir mal, ne? So. Hier haben wir den Shop gleich wieder. Ja, sogar mal kurz geruckelt. Bisschen viel Infos hier bei der hohen Geschwindigkeit auf einmal ranziehen musste. Kann man sogar mit durchs Gelände gefahren? Nein, natürlich in echt auch nicht. Aber so sieht das Ganze halt aus. So, ja, eigentlich und uneigentlich und sehr eigentlich würde ich sagen, haben wir eigentlich alles oder so ähnlich. So sieht das Ganze aus. Ja, ich würde sagen, das war's. Ja, 8 Mods, wir sind damit durch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.